Oh, ich habe noch ein zweites Geschenk. Au, da, au, da, au, da, au. Mensch, du hast ja auch ein Geschenk dabei. Was hast du denn für eins? Du wirst gefickt. Ich bin auf dem Weg zum Gig und ich singe mich jetzt ein mit einem Schniedelsong. Schniedelidong, 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 Schniedelidong. Hallo meine Lieben, guten Tag. Ich bin schon gestylt, zurechtgemacht beim Fernsehen, habe gleich einen Auftritt, darf aber nicht erzählen, was und wo, aber ja. Liebe Zuschauer, wir sind in Zeil am Käppele oben. Und Annette ist da, die hat heute Geburtstag. Liebe Annette, wir vom Team der Essenchecker wünschen dir alles Gute und Liebe zum Geburtstag. Gabba Gandalf TV. Keine Ahnung. Auch rechtsradikal, kehrt da so zu dieser. Gehört so zu dieser Bagage dazu irgendwie. Die sind auch alle, ne, wenn du so ein bisschen schaust auf YouTube, der ist mal da, der da, so. Bei dem sind viele, der so. Also das schießt relativ easy. Siehst schon an den Thumbnails. Na, gestern war ich in Köln unterwegs. Da habe ich erstmal Hip-Hop für 30 Euro, so eine spanische Milf, die hat es mir gut besorgt. So, ne? Da habe ich ja noch 5 Euro Trinkgeld gegeben. Man ist spendabel. Was machst du heute hier? Bist du selber bi oder schwul oder... Ich bin hetero, also nicht hetero, Multikulti, ich habe schon alles durch. Ja? Was war das Schönste? Ja, eigentlich alles. Ja, Hauptsache viel, ne? Ja. Ja, super. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Ja, eigentlich schon, aber also ich bin der Willi aus Burscheid. Okay. Gott ist mein Vater, Zeus ist mein Vater und ich halte nicht die rechte Wange hin wie Jesus. Ich rasiere euch alle ab! Wen genau? Ihr wisst schon wer! Doch an der Leine, da bin ich ab und fein. Ich will ein lieber Captain sein. Am Freitag um 18 Uhr geht's wieder um die Wurst. Und wir machen um 17 Uhr zu, weil meine Mädels wollen was schauen? Fußball! Jetzt liege ich mit ein paar schönen Dosen im Bett und trinke Jenergy. Wir kommen jetzt hier zusammen zum Europäischen Rat, um jetzt unmittelbar nach den europäischen Wahlen Entscheidungen zu treffen, die wichtig sind für die weitere Arbeit Europas. Wir leben in nicht einfachen Zeiten, wir sind mit großen Herausforderungen konfrontiert.